guckt euch das an. Jeden Cup gewonnen. Es fehlt nur noch die Arena Burg, die Top 4 und der Champion. Und dann noch das Miu. Du. So, ich werde die alle natürlich löschen, das ist ja klar, ne? Ich nicht. So. Ich kann die Gunner löschen? What? Krass, ich schwör's, ich kann die löschen. Gut. Okay, Mewtwo. Zapdos. So, Gengar und Kuba. Oder? Aber gut, was ist mir besser? Ja. 329. Na komm, scheiß drauf, schon Bisaflor mit neuen Gutes. Was kann das gehen? Weiß ich doch mal ein Pokémon. What? Ich bin aber noch hier bei Runde 2, oder? Ach du Scheiße. Ey, das, jetzt bin ich wirklich komplett überrascht. Überrascht auf jeden Fall. So. Okay. Ah! Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Eine Wolke Stachelspuren. Oh, es ist paralysiert. Getroffen. Der Kampf der wird Kunde. Immer intensiver. Naja, was soll's. Die Kämpfer stehen sich soll er jetzt über die Genese nehmen? War nicht sehr effektiv. Frisch gegrillt. Donnerblitz. Das hat der richtige Pokémon, was sein Team hat, wo ich mit Respekt hatte, seit Bibo wegen du und all. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Sie begegnen sich in Kampfposition. Trinkpreis für Bibo. Das ist das einzige Pokémon, wo ich mit Respekt habe. Aber da kann ich einfach tauschen. Achso, na der kann erst Energiefokus nehmen und dann Duo-Nadel. Oder gleich Duo-Nadel. Was passiert denn? Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Boah, ich bin ein Trottel, ich kann kotzen. Hier ist der Angriff. Oh Mann. Ich glaube, selbst mit dem Burschnabel hätte ich den nicht gewonnen. Oh, sonst wäre natürlich ein Volltreffer gewesen. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Habitat. Für Habitat. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon.
einseitig. Wie kommt denn das? Eine sehr effektive Attacke. Aber sonst wäre ohne Frischheit gewesen. Bin ich ganz ehrlich. Das war's! Der Kampf ist vorbei! Ich bin ja aber hier noch bei Runde 2, oder? Oder hab ich das gewechselt? Ich glaube, ne? Ja, gut. Wenn der Herausforderer nicht zu ungeschrieben vorgeht, sollte er mühelos gehen. Hehehehe. Sag das doch nicht so laut, Mensch. Dass ich mühelos gewinnen könnte. Blitzstart. So. Ja, da hätte fast nur Gift-Pokémon. Ringfrei für Obai. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Noch ist nichts entschieden. Hier ist der andere. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Fuck. Ja, ist so gut. Solange es nur Toxin ist, ist alles okay. Oh, Toxin! Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Ein sehr rasanter Kampf. So, das ist das einzige Nicht-Gift-Pokémon, was er hatte. Ja, ein Treffer. Oh, ist das Ende! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Für Arbok. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Psychokinese. Eine sehr effektive Attacke. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Wahrscheinlich so gerichtet wie die anderen Cups, so Erstpokéball, Superball, Hyperball und Meisterball. So, der Arena-Leiter ist quasi der Meisterball und dann halt die anderen sind halt die anderen Ball. Deswegen hat er erst aus sich unterwegs mit dem Pokémon gehabt. Deswegen hab ich mich so gewundert. Der hat jetzt, der müsste jetzt Maschemai und sowas haben. Also bei Pokémon auf der letzten Stufe. Scheiße. Ich wollte schon sagen, Pokémon auf der letzten Stufe, wenn ich mir das so angucke. Uff! Alter Schwede. Ich fühle mich hier richtig fehl am Platz. Aber hammerhart. Der dritte und vorletzte Trainer betritt den Ring. Nach diesem Kampf wartet das Finale gegen den Arena-Leiter. Was zählt für ein Eisstrahl? Das falsche Pokémon gewählt. Das nenne ich einen Sexy. Das war doch logisch, der hat eine vielfach schwäche Eis. Welch furioser Blitzstart. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Zauber. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Was nun? Das war eine Schwachstelle. Okay, 100 KP. Not bad. Hier ist der Angriff. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht doch gar nicht gut aus. Ein sehr rasanter Kampf. Das sieht doch gar nicht gut aus, du. Der Bursche. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer.
Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Porenta! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der wird wahrscheinlich... sehr einseitig. Fliegen, Body Slam. Und Schlitze kann auch einsetzen. Er würde wahrscheinlich Schlitze einsetzen. Was ist das? Eine kraftvolle Attacke. Der Kampf wird immer intensiver. Gut. Frische Grill. Donnerblitz. Eine sehr effektive Attacke. Es ist am Boden. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Rocco. Der hat wahrscheinlich Geobats, Caputos, Amarose und sowas drin. Okay. Not bad. Und dann werde ich mich langsam angreifen mit Flammenwurf und. So! Nice. Mit Feuerstrom durchverwenden. Und Flammenwurf. Was nun? Ein guter Treffer! Der Kampf wird ich immer noch ihren Angriff. Am besten noch mit Volltreffer. Na gut, ich glaube, mit ihrem Angriff kann ich den nur one-hitten. Muss schon Volltreffer sein. Ein böser Treffer. Schade. Was ist das? Ja, ein Treffer! Sie schenken sich wirklich nichts! Psychokinese! Oh, ist das das Ende? Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Dickri. Alter, ich habe ein böses Gefühl. Dass dieses kleine Kack-Dickri anfangen darf. Nee, doch nicht. Nice. Jemand das falsche Pokémon gewählt. Was? Es gräbt sich in den Boden. Müsst ihr euch nicht stören? Ich nehme einfach Geneso. Es regeneriert Kraftpunkte. Und flupp. Hier ist der Angriff. Ja, ein Treffer. Ein sehr rasanter Kampf. Wie kommt denn das? Komm! Es ist am Boden! Pop. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Honig! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ah! Perfekter Treffer.
Weg mit das dir. Level beendet. The stage is yours. So, weiter geht's, würde ich sagen. Ich glaube, irgendwie kann man die auch wieder löschen. Spüren wir nicht ganz schon. Wie? Zapdos, Mew und dieser Flo. Los geht's. Der erste Gegner betritt die Arena. So wie es aussieht, erwartet uns ein spannender Kampf. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Die erste Attacke. Ein böser. Ein guter Treffer. Ein sehr rasanter Kampf. Sie begegnen sich in Kampfposition. Was nun? Dampfhammer. Was passiert jetzt? Alter, dieses kleine Evoli. Ey, Digga. Wenn dieses beschissene Zapdos einfach mal einen Volltreffer machen würde mit dem Bo-Schnabel. Oh, ist das das Ende? Immer kommen die Volltreffer, wenn ich sie nicht mehr brauche. Jedes Mal dasselbe. Der wird wahrscheinlich Surfer nehmen. Oder Hydro-Pumpe. Was geht ab? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Was nun? Okay, Quaputzi kann ich schließlich Chinesisch lernen. Okay, interessant. Ein Rasierblattsturm. Beinhart. Was hätte ich jetzt noch erwartet? Unglaublich, mit einem Schlag besiegt. Quappe und Quack so klar, aber Quaputzi schon? Das sind das Generationen? Not bad. Dixler. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Butz. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Wie kommt denn das? Das hat gebrettert. Rum, die Dampframme schlägt zu. Gesmashed. Musik. So, jetzt kommt die Pfadfinderin, dann kommt der Schwimmer und dann kommt. Wie cool hat der Mist? Okay, jetzt. Oh, ich merke schon, jetzt wird langsam angezogen hier da gerade. Meine Damen und Herren.
Auf jeden Fall. Der zweite Trainer dieser Arena sieht schon stärker aus. Aber mit ein wenig Geschick sollte er zu besiegen sein. Mit ein wenig Geschick sollte er zu besiegen sein. Meine Damen und Herren. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Mit den Volltreffer. Donnerblitz! Oha! Da nee. Hat jemand das falsche Doch Pokémon nicht. Gewählt. Es erzeugt eine Rauchwolke. Seine Genauigkeit ist dahin. Der Kampf wird immer intensiver. Komm, Mewtwo, zieh durch. Perfekt, das der Reinzug. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So. Trinkpreis für Elektroball. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Muss es besiegen. Was mit Mewtwo? Sie begegnen sich in Kampfposition. Okay. Der will jetzt auf die Masche gehen. Genauigkeit schwächen. Und dann nachlegen. Was nun? Ein böser Treffer. Ja, zieh. More, not bad. Ein sehr rasanter Kampf. Ich hätte wahrscheinlich erst Donnerwelle genommen. Dann Blitz. Kreideschrei. Ein schrecklicher Kreideschrei. Ja, es funktioniert. Du musst noch jemand treffen, Mewtwo. Und die Sache ist gelaufen. Was passiert jetzt? Nice. Es ist am Boden. So, jetzt kann ich einfach wechseln und gut ist. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Trinkfrei für Taubos. So, jetzt tauschen wir hier rum. Es ist 3 gegen 1 Pokémon. Zu Kaputops. Weil es einfach ein Gesteins-Pokémon ist. Trinkfrei für Kaputops. Och, Digga, komm doch nicht so. Deine Genauigkeit ist dahin. Oh, mach doch eine auf diesen. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Kann doch nicht wahr sein. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Komm, Kaputops. Zeig, wer der Mac ist. Man kann es spüren, es hat geklappt. Komm, zeig, wer der Mac ist. Hier ist der Angriff. Eine sehr effektive so Attacke. Ich hätte nicht gedacht, zuckt mehr. Der Kampf wird immer intensiver. Bin ich ehrlich. Die Befehle wurden erteilt. Was geht ab? Statusveränderung war erfolgreich. Ich mach das so lange mit, bis es halt, jo, bis halt besiegt ist. Genau auf die ich will keine einzige Attacke von denen, kann mich irgendwie gefährlich werden. Sie schenken sich wirklich nichts. Selbst wenn er Himmelsfeger nehmen sollte. Sie begegnen sich in Kampfposition. Eisstrahl. Was nun? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Hat er ernsthaft Spiegeltrick? Irre. Der Schlitter! Oh, die Attacke ging daneben. Ein sehr rasanter Kampf. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was passiert jetzt? Das war eine Schwachstelle. Den Surfer zum Fuß. Mitten ins Schwarze. War eigentlich jetzt tauschen? Hat nur Spiegeltrick genommen wegen dem Tauschen. Hätte wahrscheinlich wieder Spiegeltrick genommen. Hätte das dann noch geklappt? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Ja, es wird schon langsam ein bisschen härter auf jeden Fall. Ne?
jetzt habt ihr das Mewtwo und Bisaflo, oder? Ja. Ich hätte auch Gengar nehmen können. Ich glaube, Gengar wäre sogar besser gewesen. Nach diesem Kampf wartet der Arenaleiter. Wir dürfen gespannt sein. Sie heizen sich mit Drohgebären an. Kommt, hat das. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Ach, das gibt's doch nicht. Scheiße, Eisstrahl. Ein harter Treffer. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, Junge. Das sieht gar nicht gut aus. Ein sehr rasanter Kampf. Wir bleiben drin, Junge. Donnerblitz! Eine sehr effektive Attacke. Oh, ist das das Ende? Ich würde sagen, die Antwort ist ja. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So. Trinkfrei für Rasa. Oh fuck, ich glaube, Rasa kann Steinhagel lernen. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sie begegnen sich in Kampfposition. What? Was nun? Das war eine Schwachstelle. Die Beinarbeit ist natürlich legendär gewesen an der Stelle. Ja, da ist er abgegangen wie Speedy Gonzales auf Crack, Junge. Burschnabel. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Und es reicht einfach, ne? Ein turbulenter Schlagabtausch. Es reicht einfach, ne, den zu besiegen. Ist das eine Scheiße. Hier nochmal die Beinarbeit. Risiko-Tackle. Nice. Ein guter Treffer. Ich hab den jetzt absichtlich sterben lassen. Jetzt nehme ich mir YouTube und gutes. Ist das irre, ey. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Krasse Scheiße. Für wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Das Rass auf einfach anfangen drauf. Genau auf die Schwachstelle. Holy shit. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Sie heizen sich mit Drohgebären an. Trinkfrei für Shiloh. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Wie kommt denn das? Rumpf, eine volle Breitseite. Mega Kick. Jetzt. Du Scheiß. Ein guter Treffer. Die Animation. Die Kraftpunkte sind unterschiedlich. Oh Mann. Ein harter Treffer. Eine sehr effektive Attacke. Oh, ist das das Ende? Das war's. Der Kampf ist vorbei. Zur Verfickten, da hat die einen Dicktree. Naja gut, who cares, was soll's. Ich sehe gerade kein Wasser-Pokémon von mir. So. Ein kraftvoller Angriff. Alter. Oha, da hat jemand das Toxin. Falsche Pokémon gewählt. Nee, es kann
kann nun physischen Schlägen besser trotzen. Mhm. Flug ist eine physische Attacke. Jetzt brauchst du eine Volltreffung. Zapp das. Sonst wird das nichts mehr hier. Burschnabel! Beinhack! Oh, jetzt ist das Ende! Welches Pokémon zu Kniggy Shake auf jeden Fall? Die heizen sich mit Drohgebärden an. Sinnfrei für Starmy! Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Alter, selbst Starmy darf anfangen. Mitten ins Schwarze! Ich raste aus. Hier ist der Angriff! Nein, das sieht gar nicht gut aus. Der Kampf gleicht einem Tauziehen. Was passiert jetzt? Das war eine wieder ein Volltreffer. Digga! Es ist am Boden! Jetzt flext du aber ganz schön hier. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Meine Liebe. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Mewtwo. Beide Seiten haben zwei Pokémon übrig. Die Pokémon schenken sich nicht. Gar nicht schenken die sich. Frisch gegrillt. Zum Wichtling. Perfekter Treffer. Wow, auf die Beiseite mit dir. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Sie begegnen sich in Kampfposition. Ringfrei für Dickri. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Interessant, das der Kampf geht weiter. Erfrischt Eisstrahl. Das Ding hat nur 255. Das andere hat, glaube ich, das Dickri von Rocker hat übrigens nur 300, oder? Ein guter Treffer. Wie wechselst du das jetzt mit einem anderen Pokémon? Ein sehr rasanter Kampf. Psychokinese! Ja, ein Treffer! Oh, ist das Ende! Das war's! Level beendet! So, ich würde sagen. Weiter geht's. Und los geht's. Widersacher betritt das Feld. Er sollte mit Leichtigkeit zu besiegen sein. So. Ein kraftvoller Angriff. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Wie wird der Trainer reagieren? Ein guter Treffer. Der Kampf wird immer intensiver. Frisch gegrillt. Donnerblitz. Genau auf die Schwachstelle. Sehr schön, sehr schön. Oh, ist das Ende. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Sie begeben sich in Kampfposition. Ringfrei für Enkoron. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Die gehen rein. Stehen sich gegenüber. Ich auf jeden Fall. Nein, das sieht gar nicht gut aus. Was nun?
Blubstrahl. Ein sehr rasanter Kampf. Alter Schwede. So sieht es aus. Fucking Endrunde im Blubstrahl. Um, eine volle Breitkeit. Anstatt Hydropumpe oder Surfer. Es ist am Boden. Holy shit. Der Eisstrahler Blizzard hätte eine Möglichkeit sein können. Trinkfrei für Kingler! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1. So einfach Pokémon. Für den Flex. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Direkt vom Olymp. Donner! Perfekter Treffer! Und den Gegner zeigen, hier, guck, ich hätte auch Donner nehmen können. Das hat nicht gerade lang gedauert. Wären die gleich weg gewesen, ne? Das nicht. War's. Der Kampf ist vorbei! Achso, ich komme nach Bock. Interessant auf jeden Fall. Kriptos, Mewtwo. Dieser Flur. Wenn der Herausforderer nicht zu ungestüm vorgeht, sollte er mühelos gewinnen. Zählt für ein Erdbeben. So. Scheiße. Das ist Superschall. Es ist verwirrt. Komm, Rizoros. Erdbeben. Oha, oh, da hat jemand das falsche das Pokémon gewählt. Der lebt noch? Der Kampf wird immer intensiver. What? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Das ist sehr heftig. Was nun? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Das ist ja gut. Es ist nicht besser, Bill. So. Wie kommt denn so, das? So, der Superschall hat viel gebracht an der Stelle. Oh, ist das das Ende? Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Porygon! Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Sie begegnen sich in Kampfposition. Ein Pokémon wechselt steht an. Ringfrei für Mewtwo! Was passiert jetzt? Schaden verursacht. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Was ist das? Dampfhammer! Sehr schön. Es ist Donnerwelle ein. Oh, Digga. Oh, es ist Paralyse. Herrlich jetzt. Sie schenken sich wirklich nichts. Richtig auf Stuhlgang. Was geht ab? Ein schwacher Treffer. Was nun? Ein böser Treffer. Es ist am Boden. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Elektroball. Ringfrei für Elektroball. Der und wir tauschen wieder. Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist sehr einseitig. Das Pokémon kehrt in seinen Pokéball zurück.
dafür Geld. Oh, die Attacke ging daneben. Oh, die Attacke ging sowas von hart daneben, mein Junge. Blitz. Ich glaube, das ist die Inter-Attacke wahrscheinlich, die er machen kann. Gut, ich gehe mal davon aus, dass er auch Risikoattacker oder irgendwas davon in die Richtung kann. Wie kommt denn das? Sie verfehlen! Ihr Kampf wird immer intensiver. Aber richtig intensiv, mein Junge. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was ist das? Ich gehe mal davon aus, der hat Donnerblitz, wahrscheinlich auch Donnerwelle, Blitz und wahrscheinlich dann noch Risikoattacker oder irgendwie sowas. Sieht es aus! Genau auf die Schwachstelle! K.O. Das hat nicht gerade lang gedauert! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Drillt er sich aber in hier! Der Junge! Der Boy! Wir gehen einfach rein. So. Ein kraftvoller Angriff. Ein böser Treffer. Der lebt noch. Wie wird der Trainer reagieren? Das war eine schwache Ein schöner eingesprungener Move. Wenn es ein Tuchrad gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich fast die Hälfte abgezogen. Der kleine Rabauke. Psychokinese. Muss ich sagen. Oh, ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Sie begeben sich in Kampfposition. Stinkfrei für Metbo. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Wow! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! Sternschauer. Okay. Was nun? Ach, schwerer Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. So sieht es aus. Das war ein wunder Punkt. Es ist am Boden. Oh Mann, ey. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer jedes weniger. Mal die Volltreffer, wenn ich es nicht brauche. Trinkfrei für Satelia! Aber keine schlechte Pokémon-Auswahl. Der aktuelle Feuer, Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ah! Genau auf die Schwachstelle! Passiert jetzt? Oh, die Attacke ging daneben. Das ist ja wild. Der Kampf wird immer intensiver. Dass sie vorbeigegangen ist. Erwischt Eisstrahl. Das hier bei Herzvollziehen 100% noch Treffer geholt, aber trotzdem beeindruckend, dass es vorbeigegangen ist. Das war der Kampf ist vorbei. Länge. So, es kommt ein Matchup. Boah. Bin ich mal gespannt, was er hat. Na gut, er kann einen Zapdos haben. An der Stelle. Ne.
So, wir gehen rein. Und hier ist er, Major Borg, der unangefochtene Meister der Elektro-Pokémon und Leiter dieser Arena. Der Herausforderer sollte gut überlegen, welche Pokémon hier in den Kampf schickt. Der nimmt wahrscheinlich die Donnerwelle. So. Ein kraftvoller Angriff. Seine Spezialattacke ist am Boden. Alter, jeder Hans und Franz hat Donnerwelle. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist Donnerwelle. Oh, es ist paralysiert. Ein sehr rasanter Kampf. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was nun? Ein guter Treffer. Psychokinese. Der müsste noch leben. Ein böser Treffer. Oh, ist das oder das oder? Ende? Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Sie begeben sich in Kampfposition. Schrei für Schluss. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Die Heizung mit Drohgebärden an. Oh nee, der geht leer auf diese Tackle der Schlinge. Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer! Was ist das? Das hat gesetzt! Sie schenken sich wirklich nichts! Befehle wurden erteilt. Was geht ab? Ach, schwerer Treffer. Alter, Mewtwo zieht einfach durch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Es ist am Boden. Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Quappo. Frei für Quappo. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist sehr einseitig. Das ist easy. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was nun? Eisstrahl. Ein guter Treffer! Der ist ja wild drauf. Shit, sehr mit Giovo wurde so gerechnet. So, das mach ich nochmal. Und da bin ich voll. Und dann ist es mit Donnerblitzen, der ist besiegt. So! Was passiert jetzt? Ja, ein Treffer! So beeinflussen kann ich ja ne. Nicht mehr. Es regeneriert Kraftpunkte! Deswegen verstehe ich seine Mission jetzt nicht dahinter. Der Kampf wird immer intensiver. Aber der... Oh fuck, ich hätte die Chinesen gekündigt, Idiot. Naja, vielleicht könnte man angreifen. Was ist das? Das war eine Schwachstelle. Oh nein. Nee, ich darf da oben schon sein. So. Was geht ab? Busch. Ne, ich weiß nicht. Perfekter Treffer. Ein wahres kurz vergessen, dass wir Kampfpokémon ist. Hübsche. Was nun? Ja, ein Treffer! Ein harter Treffer! Eine sehr effektive Attacke! Oh, ist das das Ende? Das war's! Beende. Nice.
So, du hast Major Bob den Schlüssel zu Erikas Turm erhalten. Dann geh mal zu Erika. Wir gehen rein. Ach stimmt, ich habe ja noch einen Rosanna. Jo. Uff, die hat ja einen Dragonier. Okay. Mewtwo, Kaputops und Zapdos. Los geht's. Der erste Gegner betritt die Arena. So wie es aussieht, erwartet uns ein spannender Kampf. Hübsche Arena in dem Grün. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Alter, ich kenne das wohl. Das nenne ich einen Blitzschlag. Welch furioser Blitzschlag. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Giplor. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? So. Hier ist der Angriff. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Was nun? Hätte ich überlebt. Das war eine Schwachstelle. Das ist scheiße. Ein sehr rasanter Kampf. Finde ich auch. Tiflo hat eine Psychogenese überlebt, obwohl es sehr effektiv ist. So sieht es aus. Oh, ist das das Ende? Ich feiere die Animation. Ich glaube, bei Pokémon ist es wild, im 2 sind die immer noch dieselben. Ringfrei für Dragonier. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. An der Stelle. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ob Dragonier Donnerwelle nimmt oder Kräfte folgen wird. Steinhardt! Ich glaube, da kommt gar nicht mehr dazu. Ne. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Nice, nice, nice. Natürlich weiter. Es kommt die Schöne, dann die Trainerin weiblich, dann Erika. Okay. 3 Flug, 2 Wasser, Rizuros. Mewtwo, Zapdos und Rizuros. Los geht's. Der zweite Trainer dieser Arena sieht schon stärker aus. Aber mit ein wenig Geschick sollte er zu besiegen sein. Mensch, mach doch die Trainer doch nicht. Sprecher, mach die Trainer doch nicht so fertig, Junge. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Müssen Leute noch sagen, hier, der Herausforderer ist nicht so talentiert. Oha, dann da ist auch der Aha-Effekt viel größer. Was kommt denn jetzt? Hyperstrahl? Ne, sein Wirbel. Oh nein. Deine Genauigkeit ist dahin. Ich bin erstaunt, ich mehr. Diesmal. So. Ah, ich wollte schon sagen. Was nun? Stimmt, das letzte Taubes hat ja auch sich Rückzugib genommen. Zweimal. Aber Sichi, Digi, Sichi. Ist das das Ende? Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Golking. Nun kämpfen 2 Pokémon verschiedener Elementklassen.
Mewtwo ist einfach der Cheatcode alles. Alter! Was passiert jetzt? Oh nein! Da nimmst du einmal Sandwirbel, dann passiert sowas. Das ist so dumm. Ich hab schon was gesagt im Kombo. Alter, was ist denn hier los? Was ist das? Ja, ein Treffer! Uff! Der Kampf wird immer intensiver. Irgendwann muss ich ja treffen, ne? Das hat getreffen! Gott sei Dank. Unglaublich! Mit einem Schlag! Trotzdem eine Frechheit, dass du noch einen Hyperstrahl nehmen konnte. Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Trinkfrei für Sicherung. Der aktuelle Scheiße. Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Scheiße. Ich muss treffen. So. Hier ist der Angriff. Der ist One-Hit. What? Erdbeben! Ein guter Treffer! Es hat sich geschlagen! Okay. Das ist. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Nicht so schön. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Die Luft brennt vor Spannung. Ach du Scheiße. Bin ich überlebt, Rizoros. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Oh Gott sei Dank. Wie kommt denn das? Eine sehr effektive Attacke. Ich hätte einfach Flex freistreuen können. Oh, es stand das Ende. Das war's. Der Kampf ist vorbei! Okay, Mewtwo auf jeden Fall. Geht's raus. Und Kaputops. Let's fetz. Der dritte und vorletzte Trainerkampf in dieser Arena beginnt. Nach diesem Kampf wartet der Arena-Leiter. Ich bin mir echt nicht sicher, ob mein Giovatz gegen den Erdbeben sogar überlebt hätte. Ich glaube auch eher weniger. Aber sicher bin ich mir an der Stelle, ne? Ein kraftvoller Angriff! Ein wirklich furioser Blitzstart! Das nenne ich einen Blitzbeat! Welch furioser Blitzstart! So! Okay. Trinkfrei für Schnurr! Für Schnurr? Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was nun? Hübsche. Dampfhammer! Hat doch mehr gezockt, okay. Ich wollte schon sagen. Superschall! Oh oh, das hat nicht funktioniert. Ein sehr rasanter Kampf. Gott sei Dank hat es nicht funktioniert. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Trinkfrei für Knogger! Okay, für Knogger. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist
sehr einseitig. Mit dem Blizzard würde ich den zwar one-hitten, aber das ist wahrscheinlich gleich groß genug, der Stimme. Eine sehr effektive Attacke. Wenn ich mit Eisstrahl. Wenn ich mit Eisstrahl auch hier Dings treffe. Was ist das? Das war eine Schwachstelle. Uff, Alter! Wenn ich mit dem Eisstrahl natürlich auch einen Volltreffer treffe. Why not? Er hat Schnupp besiegt. So sieht es aus! Und eine volle Breitseite! Es ist am Boden! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Nice try! Erik hat genug Schmerzen mit der Mauer, das wird ganz gut. Zumindest hat sie zur Energieflo und den Tangela mit. Erika, die paradiesische Arena-Leiterin, betritt mit ihrem sanften Pokémon das Feld. Mit der richtigen Strategie sollte man einen Sieg ernten können. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ein kraftvoller Angriff! Oh, es ist Dicker Schön ein... ein sehr rasanter Kampf! So! Oh, Mann, ey! Perfekter Treffer! Schade, dass ich keinen Feuerbogen mit habe, ey. Sonst hätte ich den wahrscheinlich zu getaut. Ich hätte Labrados reinnehmen können, der hat Feuerwirbel, der hätte Schnuff getaut damit. Und er hätte gar noch überlebt, der Typ. Aber oh, schade, dass Labrados den Flammenwurf hat, ey. Ja gut, ne, das ist ein guter Plus. Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ringfrei für Yugong. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Hier ist der Angriff! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! Unglaublich! Mit Was, einem das Schlag besiegt! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei für Giflor! Es wäre natürlich geil gewesen, wenn er natürlich der aktuelle Stand ist Tangela, Giflo und Zatina im Team hätte gehabt. Ist nun sehr einseitig. Oh, zumindest hat er da 12 Pflanzen-Pokémon im Team gehabt. Die Erika. Das hat gebrettert. War nicht tot. Müssen wir nicht weiter reden. Das war der Kampf beendet. Achso, schon gelb. Bam!